Asia-Shop. All. Und sonstige Favoriten aus dem asiatischen Online-Shop. Was ist in diesem Paket? Wir werden sehen. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe heute einen Haul für euch und zwar... Schauen wir uns heute an, was ich in meinem liebsten Asia-Online-Shop bestellt habe. Ich bestelle sehr gerne bei nanoku.de. Ich bin immer sehr zufrieden mit den Produkten und mit der ganzen Bestellung. Und ich habe alles selbst gezahlt. Also unbezahlte Werbung. Ich würde sagen, ich packe das Paket aus, sortiere es in einer für mich sinnvollen Reihenfolge und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. So Freunde, bevor ich mit meinem Haul beginne, ein kleiner Disclaimer. Ich komme nicht aus Asien. Ich bin keine Koreanerin, ich bin keine Japanerin. Ich weiß das, was ich über die Produkte weiß, eben durch Produktbeschreibungen oder es ist einfach laienhaftes Halbwissen. Nur, damit ihr es wisst. Ich würde gerne mit dem Hauptbestandteil der japanischen und koreanischen Küche beginnen, nämlich Reis. Es gibt Reis. Bisher haben mein Mann und ich immer den Bio-Basmati-Reis gekauft, aber vor ein paar Wochen waren ich und mein Mann koreanisch essen und dann ist uns aufgefallen, dass der Reis dort irgendwie cremiger war, fast schon zu sagen babsiger. Und dann dachten wir, ja gut, lass uns mal einen authentischen Reis ausprobieren. Deswegen haben wir uns diese zwei Sorten bestellt. Ob das jetzt der richtige ist, wir wissen es nicht, wie gesagt. Wir tun ja auch unser Bestes und wir sind keine Profis. Den Reis verwenden wir hauptsächlich für Bibimbap. Aber ich lege auch gern Tofu ein, beziehungsweise würze das so koreanisch. Und da schmeckt der Reis auch wunderbar dazu. Reis ist halt Reis, ne? Das geht immer. Dann kommen wir zu den laut Wikipedia schärfsten Fertignudeln, die es gibt. Das sind diese hier. Wenn ihr mal auf YouTube guckt, da gibt es einige Videos mit der sogenannten Nuclear Fire Noodle Challenge, bei dem Personen eben diese Fertignudeln zu sich nehmen. Hier ein paar Impressionen. Sieht scharf aus. Ich war mein Essen diese Fertignudeln jeden Freitag. Aber das haben wir auch nicht von heute auf morgen gemacht und wir sind auch ein paar Mal innerlich gestorben. Aber inzwischen vertragen wir die sehr, sehr gut. Wir würden die auch nicht essen, wenn sie nicht lecker schmecken würden, aber die schmecken einfach auch unfassbar lecker, neben der Tatsache, dass sie einfach tödlich scharf sind. Und wem es immer noch nicht scharf genug ist, beziehungsweise wer diese scharfe Soße so göttlich liebt wie wir, der kann sich noch diese Soße bestellen. Also das ist einfach die Soße, die bei den Fertignudeln dabei ist, als Gewürzsoße sozusagen, die... geben wir gern zu unserem Bibimbap dazu, dass es halt nochmal eine extra Schärfe bekommt. Und die Soße ist auch tödlich scharf. Wenn ich euch sage, dass ich bis vor 2 Jahren nie in meinem Leben scharf gegessen habe, sogar es gehasst habe, wenn irgendetwas nur ansatzweise scharf ist und jetzt, was ist mit mir passiert? Das waren die Nuclear Fire Noodles mit der entsprechenden Soße. Dann haben wir uns noch die Nuclear Fire Noodles hier in so einem Pot bestellt.
Die sind einfacher zu zubereiten und einfacher für zwischendurch als jetzt diese in dieser anderen Verpackung eben. Passend dazu gab es noch die Tteokbokki. Tteokbokki, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wie gesagt, ich bin keine Koreanerin. Tteokbokki sind gebratene Reiskuchen und die sind eben hier in dieser scharfen Soße auch mit drin. Die hatten wir noch nie. Ich bin sehr gespannt, wie sie mir schmecken. Ich liebe Tteokbokki sehr. Ich habe zweimal selber versucht, Tteokbokki zu machen. Mir hat es geschmeckt. Ich kann natürlich nie sagen, ob es wirklich authentisch koreanisch schmeckt, weil ich war noch nie in Korea und habe noch nie original Tteokbokki gegessen. Aber ich richte mich gern nach Rezepten von Mangchi. Die kann ich euch unten verlinken. Sie ist meine allerliebste, wenn es um asiatische Küche geht. Wie gesagt, ich freue mich auf Tteokbokki. Ich würde sagen, wir machen mit Soßen und Pasten weiter. Wie gesagt, ich und mein Mann essen sehr gerne Bibimbap, beziehungsweise ich koche das sehr gerne. Dabei handelt es sich einfach um Reis mit vielen verschiedenen gebratenen Gemüsesorten. Diesen Reis mit diesem Gemüse würzt man dann auch noch mit einer Chili-Paste. Das hier so ist die traditionelle Chili-Paste, die bestelle ich auch immer, habe ich immer da, auch großer Bestandteil in der koreanischen Küche. Alternativ zu dieser traditionellen koreanischen Chili-Paste gibt es noch Bibimbap-Soßen. Die sind äquivalent zu dieser Paste, aber eben leichter in der Handhabung und nochmal anders gewürzt. Diese hier ist unsere Lieblingssoße. Die schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Die gab es aber leider nicht mehr, deswegen haben wir die bestellt. Die ist auch sehr gut, die hatten wir auch schon mal. Dann kommen wir zu einem anderen weiteren Hauptbestandteil der asiatischen Küche, nämlich Sojasauce. Wir bestellen am liebsten die hier von Kikkoman, die Nama-Soy-Sauce. Das Besondere an der ist, die ist nicht pasteurisiert. In der Beschreibung steht rohe Sojasauce und das merkt man auf jeden Fall in ihrem Geschmack. Sie ist sehr mild im Geschmack und nicht so stark salzig wie die anderen Sojasoßen. Also bei Sojasoßen haben wir auch schon fast alles durch. Von Supermarkt-Sojasoßen bis die großen 1-Liter-Bottiche aus dem Asia-Shop. Aber die hier vom Geschmack her die feinste Sojasauce, die wir bisher gefunden haben. Die ist natürlich ein Ticken teurer als die handelsübliche Sojasauce, aber geschmacklich merke ich das und ich würde nichts anderes mehr kaufen als diese Sojasauce. Den gleichen Stellenwert wie Sojasauce hat natürlich auch Sesamöl in der asiatischen Küche. Hierbei handelt es sich jetzt um Hot Sesame Oil, das heißt, es ist sehr scharfes Sesamöl. Hier ist noch Capsaicin mit drin, aber wie gesagt, ich und mein Mann essen sehr gerne scharf und das ist ein sehr gutes Sesamöl. Das hatten wir auch in der normalen Variante, also normales Sesamöl und es war auch super. Dann kommen wir zu einem weiteren Gewürz, das unerlässlich in der koreanischen Küche ist und inzwischen auch unerlässlich in meiner Küche ist, nämlich Red Chili Pepper Powder. Also ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist Chili-Pulver. Total lecker. Mache ich inzwischen auf fast alles drauf, was ich in Richtung koreanisch oder asiatisch koche. Gibt dem eine schöne Würze, gibt dem eine schöne Schärfe. Das ist nicht allzu scharf, also Normalverbraucher kommen auch mit dem hier klar. Und vor allem, was ich inzwischen auch mache, wenn ich zum Beispiel ein Käsebrot habe oder ein Brot mit vegetarischer Salami, dann mache ich das auch sehr gerne drauf, weil es einfach nochmal so einen letzten. Inzwischen tue ich sogar auf Pizza drauf oder auf Eierspätzle. Geht alles. Wie gesagt, ja, kommt bei mir fast überall drauf inzwischen. Dann kommen wir zum offiziell von der UNESCO ernannten immateriellen Weltkulturerbe Koreas, nämlich Kimchi. Bei Kimchi handelt es sich um eingelegtes fermentiertes Gemüse, meist Chinakohl, möglich aber auch mit Rettich zum Beispiel oder mit Lauchzwiebeln. Traditionell wurde Kimchi im Herbst eingelegt und diente dann sozusagen als Hauptnahrungsmittel zu Reis dazu über den langen Winter hindurch. Äquivalent wäre bei uns beispielsweise jetzt das Sauerkraut. Jedoch natürlich, die Koreaner würzen ihre Sachen ganz anders und Kimchi bzw. anderes eingelegtes fermentiertes Gemüse ist meist auch scharf eingelegt in Korea. Kimchi darf eigentlich bei einem traditionellen koreanischen Essen nicht fehlen.
Die Verbindung zwischen Korea und Kimchi ist so stark, dass früher zum Beispiel die Japaner oft sagten, dass Koreaner nach Kimchi stinken, also nach diesem eingelegten fermentierten Gemüse. Nicht schön, aber es zeigt eben, ja, wie sehr dieses Volk mit seinem eingelegten Chinakohl verbunden ist. Und ganz ehrlich, ich und mein Mann lieben Kimchi. Es ist erstmal unfassbar förderlich für den Darm, fermentiertes Gemüse zu essen. In der heutigen modernen Küche in den westlichen Ländern hat ja fermentiertes Gemüse kaum noch irgendeinen Platz. Informiert euch über fermentiertes Gemüse. In der koreanischen Küche ist es so, dass man ein Hauptgericht hat, meistens Reis mit irgendwas dazu oder Eintopf mit Nudeln und irgendwas dazu. Aber ja, das Prinzip ist so, Hauptgericht und verschiedene kleine Side-Dishes, also kleinere Nebenspeisen sozusagen. Und Kimchi ist eigentlich immer ein Side-Dish von diesen vielen Side-Dishes. Also im Online-Shop hat es verschiedene Kimchis. Das hier ist unser liebster in der Dose. Wir haben noch selbst eingelegtes Kimchi und dann hat es noch von Complete Organics, deren Kimchi, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Kann ich euch auch unten verlinken. Ein weiteres Fertiggericht, das wir uns eigentlich immer bestellen, sind diese Udon-Nudeln. Wir haben jetzt die Variante Hot Spicy, wer hätte es gedacht? Es gibt noch weitere Varianten, aber ja, da wir kein Fleisch und keinen Fisch essen, ist es halt, müssen wir auf Hot Spicy zurückgreifen. Die sind sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Japan nimmt seine Nudelmachkunst sehr, sehr ernst. Es gibt Udon-Meister, die wirklich nur traditionell diese Udon-Nudeln herstellen, weil das für die eben eine sehr hohe und sehr traditionelle Kunst ist, Nudeln herzustellen. Ich liebe an diesen asiatischen Ländern, dass sie an ihren Traditionen so festhalten, dass man sagen kann, man merkt wirklich, dass die ihnen unfassbar am Herzen liegen und dass es für sie was Ehrenhaftes hat, diese hochzuhalten. So, Freunde, jetzt geht der Spaß erst richtig los, denn es ist Alkohol im Haus. Woo! Hierbei handelt es sich um Reiswein aus Korea, der sich dort sehr großer Beliebtheit erfreut und seit dem 14. Jahrhundert destilliert wird. Der hat meist so 12%. Wir kaufen immer den Soju, wo noch Geschmack mit dabei ist. Der pure Soju kann man auch trinken, aber der ist, ja, geschmacklich sind wir eher da bei den Geschmacksverstärkern mit dabei. Wir haben auch noch Erdbeere und Pfirsich und Traube. Schmeckt alles super, wirklich. Pflaume hatten wir auch noch, genau. Ja, so ein Schnäpsleform nach dem Essen zu einem koreanischen Gericht. Herrlich. Dann kommen wir zu super leckeren japanischen Bonbons, nämlich diesen hier von Copico. Es handelt sich hierbei um Kaffeebonbons. Ich weiß, in Deutschland gibt es auch Kaffeebonbons, aber die kann man nicht essen, weil die einfach nur nach Zucker schmecken. Diese Bonbons hier, die schmecken so schön cremig nach Kaffee, ohne pappsüß zu sein. Ich liebe die so sehr. Echt eine Wohltat für meinen Gaumen. Große Liebe. Haben wir jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal bestellt. Genial, diese Bonbons. Wir bestellen sonst auch noch gerne Dorayaki, also japanische Pfannkuchen mit rote Bohnenfüllung zum Beispiel. Die hat es zurzeit aber nicht in dem Shop. Ich glaube, dass sie eben wegen dem großen C bedingt einige Sachen eben gerade nicht auf Vorrat haben. Ansonsten landen diese japanischen Pfannkuchen Dorayaki immer bei uns im Einkaufswagen. Ich bestelle von Zeit zu Zeit auch noch sehr gerne die Mokis, die abgepackten. Was mal dazu sagen muss, ist, dass die schon halt sehr künstlich schmecken, aber ich liebe halt die Konsistenz von diesen Reiskuchen. Ja, deswegen liebe ich auch die Tteokbokki so, weil die ja gebratene Reiskuchen sind und die sind auch so chewy. Gibt es ein deutsches Wort für chewy? Kauig? Keine Ahnung. Die Koreaner kauen halt gern.
Wenn es das koreanische Bier auf Lager hat, bestellen wir natürlich das koreanische Bier. Jetzt hat es nur noch das Thai-Bier gehabt. Trinken wir auch, so ist es nicht. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Von dem her. Aber ansonsten bestellen wir entweder das Haid oder das Kassbier. Freunde, das war es jetzt in meinem Asien-Shop-Haul bzw. meinen Asien-Shop-Favoriten. Ich hoffe, ihr konntet Inspiration mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen von meinem laienhaften Asienwissen profitieren. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Ciao. Soll ich mir gleich ein Bier aufmachen? Wie spät haben wir es? Der schalt ein Bierdurst. Perlt schön. Jetzt habe ich mein Bild verschoben. Fuck my life. Estoy my life. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Was? Dann kommen wir zu Koreas Nationalstolz und offiziell von der UNESCO. Dann kommen wir zu Koreas Nationalstolz und offiziell als immaterielles Weltkulturerbe Koreas ernanntes. Dann kommen wir zu Koreas Nationalstolz und sogar offiziell von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe Koreas ernanntes. Nope. Offiziell ernanntes Weltkulturerbe Koreas. Okay. Nope. Dann kommen wir zu dem offiziell von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe ernanntes. Was? Dem von der UNESCO offiziell als immaterielles Weltkulturerbe Korea. Dann kommen wir zum offiziell von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe Koreas. Was? Dann kommen wir zum offiziell von der UNESCO ernannten Weltkulturerbe Koreas. Bei Kimchi handelt es sich um eingelegtes fermentiertes Gemüse.